Meine geschätzten Genießer der barfüßigen Sororitas, Moment, ich meine des ruhmreichen Strebens, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Space Marine hier bei Questing Night TV. Wir machen jetzt auch direkt weiter, sind ja letztes Mal mit dem Fahrstuhl hier runtergefahren und befinden uns, wir sehen ja schon krude Graffitis. Also hier sind auf jeden Fall einige Bürgergeldgenießer, die sich hier unten eingenistet haben. Und da drüben sehe ich doch schon was hin und her huschen. Leider mit meiner Sniper nicht mehr erwischt, aber wir werden das Übel bei der Wurzel packen und hier komplett ausradieren. Dafür sind wir gekommen So schnell wird und dir die ihr wisst Munition mittlerweile nicht wahrscheinlich ausgehen. Bescheid. Unter Glorreich mache ich es nicht als Questing Knight. Deswegen, wir schnappen uns jetzt mal hier den kräftigsten Bolter, den wir finden konnten und gehen hier ordentlich rein. So, der erste Headshot im Kasten. Oh, shit. Ich habe gehofft, dass wir das Ding noch in ihrem Lager detonieren können. Hey, was soll das eigentlich werden? Damit haben sie nicht gerechnet. Den haben wir jetzt schön eingeheizt hier. Wir kämpfen uns langsam vorwärts. Der Imperator hält seine schützende Hand über uns, während wir uns durch die Ränge der Orks kämpfen. Ey, warum hat dieser eine Schuss nicht ausgereicht? Aber mein Aim schon wieder komplett geil hier. Er trifft mich allerdings, aber ich kann nicht durch die Dinger durchschießen. Top. Okay, da haben wir den Headshot drin. Zack. Okay. Da kommen doch schon die nächsten hier. Okay, scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt bricht etwas Panik aus. Wo kommt das Vieh rum? Ey, jetzt warten die aber schon mit ganz schön Sprengkraft hier auf einmal auf. Da sind noch welche. Oh, bisschen zu nah für meinen Geschmack. Ich sollte aufhören, die Stalker-Bolter-Schüsse dafür zu verschwenden. Aber im Eifer des Gefechts hier die Waffe wechseln, ist halt auch schon ultra stressig, muss ich sagen. Ja, bei den Ultramarines läuft das halt so. Ja, hier jetzt die Grotz wegzusnipen. Nee, das hat nichts mit dem glorreichen Unterfangen hier zu tun. Deswegen, wir marschieren mit schwerem Schritt weiter vorwärts. Wo geht's hier weiter? Ah, okay, es gibt eine Tür. Perfekt. Okay, kommt schon. Zeigt uns das Grauen. Oh, fuck. Das wird unangenehm. Tja, das ist natürlich wie gerufen für unsere neue Waffe hier. Lauf in den ruhmreichen Kampf. Oh, ach du Sau. Hier, Captain. Wir müssen das Geschoss in die Ladevorrichtung stecken. Okay. Also jetzt war ich ganz kurz so ein bisschen gestunt und perplex, muss ich sagen. Erstmal kurz die Lage hier assessieren und mit dem ganzen Geschehen hier assimilieren. Okay. Ein eloquenter Assi hier. Was habe ich denn jetzt aktiviert eigentlich? Ah, okay. Da. Ich bring die Sprengladung mit Und da diesem kommt jetzt Geschoss die an. Melterbombe ran. Und die kriegen dann einfach mal eine Rakete mit einer Bombe Jetzt dran legen ab. Sie das Geschoss ein. Perfekt. Ganz im Stile des 40K-Universums. Weil halt eben eine normale Explosion bei weitem nicht ausreicht. Das ist doch mal ein gutes Krafttraining hier. Kann sich auf jeden Bist du Fall das manch Glück einer haben von im uns, Aussicht? eigentlich jeder, eine Scheibe Wir davon dürfen uns abschneiden. nicht aufs Glück verlassen, Sidonos. Wir folgen dem Es wird Geschoss nach natürlich oben und schwierig, in sorgen einem dafür, dass es kommerziellen ans Ziel Gym hier erreicht. so ein riesiges Geschoss rumzuschieben. Aber man kann ja mal mit der Studioleitung das Ganze absprechen. Ich denke, die haben da Verständnis dafür, wenn ihr eure eigenen Marschflugkörper mit ins Gym nehmt. Zählt halt unter Functional Training dann. Perfekt. Ihr habt es auch nicht von mir, falls ihr dann in einer modrigen Zelle irgendwo einsitzt. Wo geht's jetzt weiter, ist die große Frage. Etwa über den Weg, den wir hergekommen sind. Scheinbar. Ja, die werden es schon mit ein paar Gegnern gesäumt haben, denke ich mal. Okay, hier unser Extraktionspunkt. Ich kann es schon erahnen. Gleich werden die Gegner hier den Raum stürmen und dann wird es nochmal ein fettes Massaker geben. Sie umzingeln uns. Das ist hier mein Minen von Moria-Moment gleich.
Sie kommen. Oh. Ach du Scheiße, Junge. Okay, erstmal die Geschossmüdigen hier wegnehmen. Jetzt geht's richtig ab. Komm ran, Junge. Boah, no, ich wollte ihn finishen, aber... Ich meine, war ähnlich glorreich, aber ja, das ging alles zu schnell. Wahnsinn, wie mir ihn niedergeworfen haben. Das waren auf jeden Fall einige explodierende Sechsen, die mir hier geworfen haben. Radial brutal. Sehr, sehr geil. Eventuell wurde ja auch das ein oder andere Stratagem gerade eingesetzt. Was ich sonst im Tabletop natürlich immer verpeil, also ist klar. Außer vielleicht die Standarddinger. Ah, das gerade hat schon ordentlich reingescheppert. Es geht jetzt zurück an die Oberfläche. Hier die Mannen sind auf jeden Fall bei bester Gesundheit. Die sind noch topfit, also haben auf jeden Fall Bock. Mir fällt gerade auf, damals gab es ja auch noch gar keine Primaris Marines. Das ist ja auch, ich weiß gar nicht, wann das genau gekommen ist. So in den letzten 4-5 Jahren wird es gewesen sein. Aber hier einfach noch die Firstborn quasi mitzuerleben. Was haben wir denn hier? Munition für was auch immer. Ja, wahrscheinlich so eine unerschöpfliche Munitionsquelle. Oder war das Stalker Bolter? Ach, ich hab doch keinen Dunst. Ganz ehrlich, wir gehen einfach mal weiter. Und gucken mal, was hier noch so abgeht. Okay, okay. Hier geht einiges ab. Ich werde jetzt überhaupt nicht mehr sparsam mit dieser Munition umgehen. Ich werde jetzt einfach zwischendrin den Bolter zücken und einfach mal ordentlich eine ballern hier. Wow. Jawohl, diese aufgeladen einfach brutal. Jetzt kommt ja der große Durchbruch gerade mal wieder. Okay, aus dem Feuer muss ich mich allerdings doch mal kurz zurückziehen. Switch mal auf die Sniper. Ah, die schießen ja überall durch. So, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Alles klar, okay. Ein nach dem anderen jetzt. Numero uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Und dann hört es auch auf, zum Glück. Ah ja. Ja, den haben wir schön eins mitgespielt. Einfach mal das Lied vom Tod hier erklingen lassen. So, meine Freunde des ruhmreichen Strebens, wir haben soeben diese Tür passiert und sind nur eine kurze Passage mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren. Ihr habt hier nichts weiter verpasst. Es gab allerdings nur kurz Probleme mit dem Aufnahmegerät. Aber überhaupt kein Problem. Wir sind noch frisch am Start. Es fehlt vielleicht eine Minute, was eh nur so ein bisschen mein Geplänkel war. Einen glorreichen Kampf habt ihr auf jeden Fall nicht verpasst. Da geht hier auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Action mit diesen drei Krotzen, die hier noch rumrennen. So, auch diesen Widerstand haben wir gebrochen. Und damit liegt ein neues Sigillum Sanctum vor uns. Wir sind jetzt im Scharfschützenmodus. Da geht einiges. Mit Wildheit können sie nun in den Scharfschützenmodus wechseln. Die Zeit verlangsamt sich dann und ermöglicht es ihnen, Schüsse mit tödlicher Präzision abzugeben. Benutzen sie die Sticks, um den Wildheitmodus zu wechseln und dann irgendeinen Trigger, um in den Scharfschützenmodus zu wechseln. Scharfschützenmodus endet, wenn die Wildheitsanzeige leer ist oder sie loslassen. Okay, das ist also ein fliegender Wechsel zwischen diesen beiden Modi. Habe ich erstmal so zur Kenntnis genommen. Vielen Dank für die Instruktionen, Sergeant oder Inquisitor oder wer auch immer. Komm schon, ihr Grün heute. Also so ein Rundumschlag und die werden ihres Lebens nicht mehr froh. Wir sind jetzt wieder zurück. Wobei, ne, wir waren ja noch gar nicht. Das sind einfach nur der nächste Fertigungsschritt dieser Atomsprengköpfe, möchte ich sagen. Wo sind hier Gegner? Das Bild rattert mir gerade ein bisschen zu sehr. Okay. Ah, ich glaube, das ist dieses Ding, was wir hier hochgeschifft haben. Genau. Da ist der Sprengsatz dran. Bruder Leandros, ich nenne ihn jetzt einfach so. Ich denke mal, dass der das ist. Bring das Ding schon mal auf den Weg. Wow. Die wollen doch jetzt bestimmt, dass wir den Wildheitsmodus benutzen. Diesmal ging es sogar durch die Barrikade durch, ihnen Headshots verpassen.
Jetzt hätte ich so gern meinen Sprung mit Willen, wäre ich so glücklich. Okay, sie kriegen den Wildheitsmodus. Genau jetzt, wo ich nachladen muss, perfekt. Komm schon. Oh. So, werden ja aber auch ganz schön aufs Korn genommen gerade. Uff, und jetzt kommt es von unten. Ach du Scheiße. Krass, was hier gerade los ist. Komplett irre. Ich glaube, da haben wir jetzt doch gut interveniert. So, jetzt erstmal um die ganzen Orks hier kümmern. Sau, ey, ohne Mist. Die machen uns ganz schön die Hölle heiß gerade. Das ist mal wirklich ein glorreicher Kampf hier. Wenn jetzt kein Squig ankommt. Oh, und da kommt der Boss. Ah, du Scheiße. Okay, wird es mein Verhängnis? Auf keinen Fall, oder? Oder? Da kommt er schon wieder an hier. Ach du Sau. Ey, der zimmert mir ganz schön eins rein gerade. Komm, einige Headshots verpassen. Unter dem Schlag durchtauchen. Ich könnte natürlich jetzt mit meiner Wildheit hier Einhalt gebieten. Aber diesmal will ich es im glorreichen Zweikampf. Brachial brutale Hinrichtung. Genauso ziemt sich es für den Astartes. Okay, wir brechen noch den letzten Widerstand. Da oben die Schützen müssen auf jeden Fall noch weg. Ich habe gar nicht gesehen, ob die auf beiden Rängen noch... Okay, krass. Dann ab in den Scharfschützenmodus. Ach, jetzt laden die ja auch noch nach, oder was? Was soll denn das? Machen die Schüsse auch wenigstens mehr Schaden dann? Okay, das war jetzt keine Meisterleistung, gebe ich zu. Leute, Leute, Leute. Ich hätte mich nicht so tollkühn hier aufs offene Feld begeben sollen. Diese Fresser hier auch noch überall. Okay, ich glaube, da oben dürfte der letzte sein. Ich glaube, wir haben es geschafft. Yes. Ein neuer Weg tut sich auf. Und wir finden den Ausgang aus dieser vermaledeiten Fabrik. Mit Tosen und Donnern, einfach Hollywood-reif hier mit der epischen Explosion hier im Hintergrund. Keiner dreht sich natürlich um. So muss es sein. So steht es geschrieben im Kodex. Ja, und damit, meine Freunde des Ruhmreichstrebens, das war eine weitere Folge von Space Marine hier bei Questing Night TV. Wir sehen uns frisch und bereit für Heldentaten in der nächsten Folge. Bleibt mir treu, lasst ein Abo und ein Like da und dann ciao, ciao.